Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen winterlichen Junggesellen-Video. Wir haben heute Nacht schon und auch gerade eben wieder richtig fetten Schneefall hier gehabt, also dass alles komplett weiß eingedeckt war. Aber wenigstens scheint uns die Sonne hier im Rücken. Heute hatten wir eigentlich geplant, ein anderes Video hochzuladen, allerdings hatten wir ein paar technische sowie organisatorische Problemchen zu bekämpfen. Deshalb kommt jetzt hier ein kleines Catch-up-Video. Das letzte Catch-up-Video liegt ja mittlerweile schon wieder 4 Monate zurück. Da sind wir gerade frisch aus Australien zurückgekommen und haben uns versucht, hier wieder in Deutschland ein bisschen einzuleben. Das war erstmal ziemlich witzig, weil die deutsche Sprache einfach komplett komisch ist, wenn man Englisch gesprochen hat ein Jahr lang. Ja, und dass es jetzt Zwetschgen, Feigen, Brötchen und Gurkensalat beim Bäcker gibt. Ich habe hier noch direkt mit einem Praktikum angefangen, bei dem ich dann aber auch nur die Aufgabe hatte, so Filme und Videos und so zu produzieren. Ja, und parallel dazu haben wir uns dann noch viel mit Sascha und Nico und sowas getroffen, haben auch mal ausgecheckt, wie die ihre Videos so machen, was da am Anfang sehr verstörend war. Was ich schon mal komplett falsch habt: Das Video ist viel zu scharf, Jungs. Das muss ein bisschen realer sein, ja? Als guter YouTuber hat man auch sowas wie Running Games. Ihr habt es vielleicht bei mir gesehen, dieses Video. Ja, und davon haben wir dann direkt mal wieder ein bisschen Urlaub gebraucht und haben uns dann nach Kroatien verkrümelt, wo wir dann auch erstmal so eine Challenge gemacht haben, die ja ein bisschen ein fatales Ende hatte. Aber obwohl ich aussah wie ein Besen mit meiner Frisur, die ich dann hatte, hat uns das natürlich nicht davon abgehalten, dass wir noch ein fettes Action-Video in Kroatien gemacht haben. Für das Video haben wir übrigens aggressiv unsere Kamera aufs Spiel gesetzt. Ja, und das war richtig krank, weil wir mussten die Kamera da 2 oder 3 Mal vom Ufer aufs Boot bekommen. Wir hatten keine so eine wasserdichte Tasche, deshalb mussten wir dann immer mit einem Arm das so nach oben heben, mit dem anderen Arm dann so schwimmen. Und als wir dann wieder zurück im deutschen Lande gekommen sind, haben wir uns auch natürlich nicht auf die faule Haut gelegt, sondern auch direkt weitergehasselt. 2 Videos die Woche, eine ganz neue Ära für die Junggesellen, wobei das Mittwochsvideo immer relativ unaufwendig gehalten war mit der Reden und sowas ein bisschen und das Sonntagsvideo immer krass mit Kamera, Equipment und fetten Effekten und sowas und richtig aufwendigen Locations hier. Man sieht's sitzend im Auto reden. Richtig aufwendiges Video heute. Genau. Nee, Spaß. Also direkt danach haben wir auch schon wieder alles unsere Kamera abverlangt und haben das Drift-Video mit Don B gedreht. Bei diesem Dreh war es auch richtig heftig verregnet. Da musste ich die Kamera teilweise mit dem Stativ so aus dem Fenster raushalten, dass sie dann so ganz knapp über dem Boden eben mitgefahren ist. Und von dem ganzen Spritzwasser und sowas wurde die dann teilweise auch triefend nass. Mittwochs haben wir dann angefangen, einfach so ein bisschen mehr Background-Shit zu zeigen und Zeug von den Projekten und Videos, die wir sonst so filmen. Ein fettes Ding war zum Beispiel das Abo-Special, das wir mit Nico gefilmt haben, wo wir dann auch gleich noch währenddessen einen kleinen Kurzfilm mit den ganzen YouTubern rausgehasselt haben. Schick da, Simon, ey, was machst du in Stuttgart, Mann? Ja, da. Hä? Also doch nicht, Alter, was für ein abgefucktes Game ist das denn? Wer bist du denn, Motherfucker? Yeah. Weil ich dann irgendwie angefangen habe, noch Musik zu studieren und wir eigentlich beide eh mehr Bock haben, so ein bisschen Musik in die Videos einzubauen, haben wir auch das öfteren mal gemacht. Nutte! Hab mich dann daraus aus der dummen Diskussion. Den Jungs hat Sascha ein Unter- oder Oberlippenbart umschattert oder ob ihn beneidet. Ich frag mich nur, wer die ganze Scheiße wieder scheidet. Ich schon mal nicht, das ist immer klar. Habe den Beat gemacht, wunderbar, ja. Von so Zeug wird auch auf dem Typ-Channel einfach noch einiges kommen. Einfach so ein bisschen Mucke, wie ich irgendwie am Abspacken bin. Und ich für meinen Teil bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich Vollzeit-Videos machen kann, was ich ja teilweise auch euch zu verdanken habe. Also danke auch vor allem für die ganzen Daumen hoch und so. Genau, Leute, also seid auf jeden Fall gespannt, was in nächster Zeit dann noch kommt. Wir sind auf jeden Fall wieder richtig pumped, einfach da noch weiterzumachen. Du bist pumped, oder? Pumped auf die nächste Zeit und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Hallo Leute, danke fürs Anschauen von diesem wunderbaren Video. Ich hoffe, euch hat es natürlich mal wieder gefallen. Und jetzt nochmal natürlich irgendwie. Es hat uns wirklich Spaß gemacht, dieses Video heute zu filmen. Und es war wirklich sehr viel Aufwand wieder. Deswegen kommen die nächsten 3 Wochen kein Video, leider. Einmal nur Spaß und Mittwoch kommt wieder. Lasst uns natürlich wie immer ein Abo da, dass ihr auch in 3 Wochen dann das nächste Video nicht verpasst.